Bitte um Nachsicht, Herr Rösch. Kein Problem. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wie man hört, ist Präsident Erdogan im Augenblick mit einer ganzen Reihe, vielen Dank, europäischer Staaten sehr unzufrieden. Warum das? Bei seiner Invasion im Norden, in den Norden Syriens, sind ihm auch diverse Gefangenenlager für IS-Kämpfer nebst Familienangehörige in die Hände gefallen. Und die Kämpfer, die scheinbar nicht in seinen Hilfstruppen mitmachen wollen, möchte er gerne wieder loswerden. Diese Länder haben allerdings die Möglichkeit genutzt, die ihr nationales Recht ihnen bietet, viele dieser Leute blitzschnell auszubürgern. Da sind wir alle sicher sehr froh, dass Herr Präsident Erdogan keinen Grund hat, mit Deutschland unzufrieden zu sein, denn wir haben diese Möglichkeit nicht. Wir nehmen sie alle zurück und wir können nicht ausbürgern wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, was ja nach geltender Verfassungslage sowieso nur bei Doppelstaatlern ginge. Nun stellt man sich schon die Frage, warum machen wir das eigentlich nicht so, wie viele europäische... Och Göttchen, das ist also... Ja, in der DDR wurde man auch schon mal ausgebürgert, genau, richtig. Also wir reden hier von europäischen Mitgliedstaaten, viele davon EU-Mitgliedstaaten, Partnerländer mit ewig langer demokratischer Tradition, und die denken gar nicht daran, Leute, die noch eine andere Staatsbürgerschaft haben, beim IS tätig waren, wieder zurückzunehmen und die Gefahren, die daraus herrühren, für die eigene Bevölkerung in Kauf zu nehmen. Also sollten wir das auch machen. Deswegen haben wir den entsprechenden Gesetzesentwurf eingebracht, zwei kleine Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz, und das wäre erledigt. Dann können wir auch an Erdogan ärgern. Das nur am Rande. Dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit, wo man die Terrorbekämpfung deutlich verbessern und spürbar verbessern kann. Kollegen aus dem Bereich der Terrorverfolgung, strafrechtlichen Verfolgung von Terrortätigkeiten berichten mir, wir haben im Paragraphen 129a eine Lücke. Und zwar da, wo es um Werbung und Unterstützung geht, da ist der Versuch nicht strafbar. Nun mag das eine lässliche Sünde erscheinen, aber dieser Paragraph führt dann dazu, dass, wenn man jemanden erkannt hat, der in irgendeiner Weise mit zum Beispiel dem IS oder anderen Terrororganisationen verwoben erscheint, man es nicht durch weitere Ermittlungen aufklären kann, weil ich nicht den Anfangsverdacht einer Straftat habe. Das heißt, da könnte also ein künftiger Anis Amri rumrennen und wir kriegen es mal wieder nicht mit. Deswegen haben wir beantragt, diese Gesetzeslücke zu schließen, unter Hinweis darauf, dass es sich hier um eine Bitte aus der Praxis handelt. Aber die Parteitaktik war es wichtiger, und das ist im Rechtsausschuss dann folgerichtig auch abgelehnt worden. Schließlich haben wir noch eine Möglichkeit, wo man was für Terrorbekämpfung tun könnte. Im Jahre 2012 hat dieses Haus eine Rechtsextremismusdatei beschlossen per Gesetz. Das Gesetz ist wunderbar geraten, war alles sinnvoll. Vorbildlich möchte ich meinen, nur da fehlen die Linksextremisten und die Islamisten drin. Da gibt es zwar auch Dateien drüber, aber es gibt insoweit keine zentrale gesetzliche Regelung, die vor allem festlegt, wie man welche Behörden Zugriff haben, wie man untereinander miteinander umgeht, wer Zugriffsberechtigung hat und so weiter. Hier wäre ein, denke ich, ein guter Schritt dafür getan, auch Linksextremisten und Islamisten, soweit sie extremistisch und gewaltbereit sind, entsprechende bessere Grundlagen für ihre Verfolgung und für ihre Abwehr künftiger Taten zu bieten. Auch deswegen haben wir einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht, dessen Ablehnung, weil er von uns kommt, wir nunmehr entgegensehen. So, abschließend wünsche ich allen gleichwohl frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr.
Vielen Dank, Herr Kollege Reusch. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Marian Wendt.